Der Vorlesewettbewerb in Rochlitz startete am 24. Februar in eine neue Runde. Veranstaltet von der Bibliothek Rochlitz trafen sich an diesem Nachmittag die besten Vorleser der 6. Klassen im Rochlitzer Rathaussaal. 13 Jungen und Mädchen aus den Landkreisen Rochlitz, Mittweida und Döbeln lieferten sich ein heißes Leseduell. Dieser Wettbewerb des Deutschen Buchhandels zählt zu den größten Schülerwettbewerben. Rund 600.000 Schüler beteiligen sich jedes Jahr daran. Die Jury bewertete die Vorleser in den Kategorien Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl. Jeder Schüler hatte sein Lieblingsbuch dabei und je 3 Minuten Lesezeit, um die Jury von sich zu überzeugen. Im Anschluss der Veranstaltung zog sich die Jury zur Entscheidungsfindung zurück. Als Dankeschön erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und einen Buchpreis. Letztlich entschied sich die Jury für 2 Gewinner. Damit aber ein erster Sieger gekürt werden konnte, lasen die beiden Favoriten noch einmal und traten in einer finalen Runde gegeneinander an. Mann, Zweiter, brüllte Justus. Weißt du eigentlich, wie knapp das war? Ja, beinahe hätte ich ihn gehabt. Nein, beinahe wären wir draufgegangen. Blödsinn, wenn du mich nicht plötzlich angeschrien hättest, hätte ich locker an ihm vorbeiziehen können. Der 11-jährige Sönke Strauch aus Leisnig überzeugte und gewann den Vorlesewettbewerb mit seinem Buch Gespensterjäger. Wie oft liest du denn am Tag? Also so ziemlich immer, wenn ich kann, in der Schule, in den Pausen, morgens beim Frühstück und ja, abends im Bett noch 1 Stunde. Erklär doch mal kurz, was ist das Besondere für dich an diesem Buch Gespensterjäger? Also ich finde es sehr interessant. Es ist Fantasy, ich lese gerne Fantasy und ja, mir gefallen die Hauptfiguren sehr. Auch es ist mit Humor und Witz. Ja, und es ist an einigen Stellen dramatisch. Sönke Strauch darf nun zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. Die Etappen führen letztlich bis zum Bundesfinale am 22. Juni in Berlin.